Hi, mein Name ist Alexander Merck, ich bin Zauberer und heute verrate ich dir, wie ich es geschafft habe, einen Hund mitten auf einer Landebahn erscheinen zu lassen. Für meine Serie Magic Slot Machine, ein Zufallsgenerator für Zaubertricks, filme ich gerade jede Menge Zaubertricks. Die letzte Aufgabe war, einen Hund unter einem Handtuch erscheinen zu lassen. Und das sah genau so aus. Cool, oder? Wie funktioniert das? Ich erkläre es euch. Der Trick war eine einmalige Sache und wird so auch nicht im Theater funktionieren. Außerdem haben das auf dem Flugfeld hunderte von Leute eh schon live gesehen, also kann ich euch auch verraten, wie das Ganze funktioniert. Um einen Hund erscheinen zu lassen, benötigen wir zuallererst, wer hätte es gedacht, einen Hund. Darf ich vorstellen, das hier ist meine Anne. Ja, die heißt wirklich so, Anne. Die kommt aus dem Tierschutz, aus Spanien und ihre Eltern waren noch echte Jagdhunde. Die will also beschäftigt werden, sonst wird es ganz schnell langweilig und wenn dem Terrier langweilig ist, dann macht es keinen Spaß. Deswegen springen wir viel herum und machen viele tolle Tricks. So ein ganz wichtiger Trick ist, dass sie auf Kommando zwischen meine Beine läuft. Das nennen wir Mitte. Und ganz wichtig ist auch, dass sie brav sitzen bleibt und auf den nächsten Befehl von mir wartet. In dem Fall, dass sie dann eben in die Mitte zwischen meine Beine laufen soll. Und das hier ist übrigens der Max. Der ist nicht nur ein mega Zauberer, nein, der hilft mir auch beim Filmen. Danke Max, dass du mitgeholfen hast. So, damit haben wir alles, was man benötigt, um einen Hund auf der Landebahn erscheinen zu lassen. Der ganze Trick hat etwas mit der Perspektive zu tun und um das zu verstehen, drehen wir die Kamera einmal zur Seite und schauen uns das ganze Set von der Seite an. Ganz links sitzt schon brav die Anne und wartet auf ihr Zeichen. In der Mitte stehe ich mit dem Handtuch und ganz rechts im Bild seht ihr den Max, der bedient die Kamera. Und so sieht das dann in der Kamera aus. Aber Moment, wo ist denn da der Hund? Die Anne können wir nicht sehen, da der Blick auf sie von meinem Oberkörper blockiert wird. Sie ist also da, aber mein Körper verdeckt sie im Hintergrund. Hier das Originalvideo. Da sieht man, wie ich sie ins Platz schicke, sie liegen bleibt und auf den nächsten Befehl wartet. Und so sieht dann der ganze Trick von der Seite aus. Sie macht Sitz für ein kleines Leckerli. Ich sage ihr, dass sie warten soll. Und ich laufe auf meine Position. Mit dem Handtuch blockiere ich den Blick zwischen meinen Beinen. Dann gebe ich Anne ihren Befehl. Und sie läuft auf ihre Position. Dann hebe ich das Handtuch und tada, ein Hund ist erschienen. So einfach geht das, sollte man denken. Aber ein Hund läuft nicht immer gerade auf die Kamera zu. Ein Hund wedelt gern mit dem Schwanz, wenn er Spaß hat. Der Hund läuft nicht immer auf die richtige Position und auf der Landebahn gibt es Wind. Bis das Ganze also wirklich geklappt hat, haben wir ein paar Anläufe gebraucht. So süß. Für uns gab es am Ende die richtige Aufnahme, hat alles ein bisschen gedauert, aber dafür gab es für Anne auch viele Leckerlis. Jetzt siehst du natürlich noch das finale Video. Mehr verrückte Zaubertricks, die ich dann aber nicht verrate, gibt es übrigens hier auf meinem YouTube-Kanal. Wenn es dir also gefallen hat, lass gern ein Abo da und verrat mir doch vielleicht in den Kommentaren, was für einen Trick du von Anne gerne noch sehen würdest. Und natürlich zeige ich dir noch das finale Video, das gibt es genau jetzt. Hund unter Handtuch. Wie soll das funktionieren? Bei mir zu Hause im Studio geht das nicht. Deswegen bin ich an einen größeren Ort gegangen, nämlich auf die Landebahn vom ehemaligen Flughafen. Hier das Tempelhofer Feld in Berlin. Und hier lasse ich für euch jetzt einen Hund unter diesem Handtuch erscheinen. Viel Spaß.
zum nächsten Mal.